im Spirituellen, da spricht man immer von Hellsichtigkeit, Zwergen, dem Verstorbenen, den Elfen, den Engeln und so weiter. Aber sehen, das bedeutet auch, dass wir erkennen, was wirklich auf der physischen Ebene passiert, in der wir leben. Weil Spiritualität bedeutet viel mehr als nur feinstoffliche Welten. Das bedeutet Bewusstseinserweiterung. Und Bewusstseinserweiterung, da ist es unumgänglich, dass wir unseren Blick auch in die physische Welt öffnen. Weil wir leben auch da drin. Und wir können die Welt nur ändern, wenn wir wissen, wo sie jetzt steht. Versteht ihr das? Und ich meine, manchmal, wenn ich mit Leuten rede, dann merke ich, sie sind spirituell und beschäftigen sich mit dem. Aber wenn man dann darüber reden will, wie denn die Welt heutzutage steht, dann ist das wie, ach, das gibt's nicht, nein, kann doch nicht sein. Und es gibt wie so ein Kriegsbeil zwischen dem Spirituellen und dem Sehen, was physisch nicht da ist. Und dieses Kriegsfall müssen wir einfach begraben. Es bringt niemandem was. Weil wenn wir nur... Es ist so wichtig, dass wir spirituell uns öffnen gegen oben. Das ist unsere Zukunft. Und auch die einzige Lösung, wenn wir die Welt liebevoller machen möchten. Aber solange ihr noch in dieser physischen Welt lebt, solange habt ihr nur schon für euer persönliches Weltbild auch eine Verantwortung, dass ihr euch überlegt, ist immer alles so, wie es scheint? Weil ihr wisst ja, Geld regiert die Welt, wobei man das umändern sollte, weil Geld ist nicht das Problem dieser Welt. Ihr könnt das Geld so viel Wunderbares machen. Es sind einfach die Menschen, die das meiste Geld haben. Die Menschen, da ist der Haken, nicht beim Geld. Das Geld ist neutral. Das tut euch doch nichts. Das Geld bewirkt nur dann was, wenn irgendjemand es anschiebt und für was nutzt. Also Geld, aus Geld entsteht nichts. Klar, man nutzt Geld, um Waffen zu kaufen und so, aber die Wurzel von diesem Problem, das ist und war nie Geld. Das sind die Menschen, die mit Geld Machtmissbräuche tun, aber nicht das Geld an sich. Und Geld ist was Neutrales und wir machen daraus was Gutes oder was Negatives. Und da haben wir jeden Tag, eigentlich auch in jeder Sekunde, die Wahl, was wir daraus tun.
Es geht bei diesem Wandel nicht darum, dass wir möglichst schnell Engel sehen oder Zwerge, sondern darum, dass wir uns in unserem Bewusstsein, in unserer seelischen Reife entwickeln. Weil hellsichtig werdet ihr noch genug früh und dann habt ihr damit genug zu tun. Das kommt einfach so. Ich weiß ja nicht genau, wie ihr für euch selbst Spiritualität definiert. Aber Spiritualität ist Bewusstseinsöffnung. Natürlich merkt man irgendwann, man nimmt feinstoffliche Dinge wahr, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Aber das ist gar nicht der Kern der Spiritualität. Das war er auch nie. Und Wandel, der passiert nicht dadurch, dass wir alle plötzlich Feen sehen, sondern dadurch, dass wir eine seelische Reife erlangen. Als ich noch in der Schule war, da hatten wir auch Kinder, die sahen mehr als andere. Die haben mehr gespürt als andere. Und man würde denen jetzt sagen, sie hellfühlend, hellsichtig, wie auch immer. Aber was ich da gemerkt habe, ist, diese Kinder hatten nicht unbedingt diese seelische Reife, die ich eigentlich erwartet hätte. Ich habe Kinder erlebt, die feinstofflich Dinge wahrnehmen, aber von der seelischen Reife her gesehen, ich sage jetzt einfach mal, 0815 waren, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber damit ihr wisst, was ich meine. Und dann habe ich andere Kinder kennengelernt, die hätten von sich nicht sofort gesagt, dass sie jetzt hellsichtig sind, aber die hatten eine spirituelle Reife, eben da konnten die Eltern was davon lernen. Und darum, wenn ihr jemanden trifft, der feindschaftlich was wahrnimmt, das bedeutet nichts darüber, wie weit er schon ist in seinem Bewusstsein. Es geht darum, was Menschen tun, was sie sagen, was sie verstehen, was du in deinem Herzen spürst, wenn du mit Menschen in Kontakt gehst. Es geht nicht darum, was sie feinstofflich wahrnehmen, weil die Welt, die wird von Menschen verändert, die anders denken in ihrem Bewusstsein und nicht die Elfen sehen. Wenn jetzt jemand keine Engel sieht und der andere schon, niemand von den beiden ist jetzt besser, weiter oder höher oder sonst irgendwas. Wir können Spiritualität doch nicht in Stufen einteilen. Wir alle kommen individuell auf diese Welt. Wir alle haben individuelle Entwicklungsprozesse. Wir können nicht sagen, dass jetzt da 10 spirituelle Entwicklungsstufen bestehen, nur schon aus dem Grund, weil jeder gleichzeitig immer an verschiedenen Punkten dran ist. Und jeder hat irgendwo was verstanden, wo der andere noch nicht verstanden hat. Und jeder kann noch was lernen und jemand anderem was weitergeben.
Und das ist einfach, ja, Spiritualität. Es gibt Menschen, die denken, man ist spirituell, wenn man eine Katze hat, wenn man auf dem Land lebt oder immer weiße Kleider trägt. Spiritualität ist keine Religion und das muss man nicht dogmatisieren. Wenn ihr einfach euch selbst seid, das ist schon genug. Wir haben eine Gesellschaft, wo man sagt, wenn du in dem Beruf bist, bist du so und so. Und bist du da und da, bist du so und so. Und ja, gerade weil du ja lebst, musst du so und so sein. Wir haben von der Gesellschaft her, wird uns erklärt, welche Maske wir wo tragen müssen. Und das bringt niemandem was. Weil wenn wir uns alle hinter Masken setzen, damit wir eben so sind, wie wir sein sollten, aus der Sicht von wem auch immer, ja, dann passen wir uns an und dabei sind wir auf diese Welt gekommen, um Spuren zu hinterlassen und nicht um uns anzupassen und so zu werden, wie jemand anders das möchte. Weil wenn jemand findet, du hast einen Knall, weil du so bist, wie du bist, das ist überhaupt nicht dein Problem. Wenn ihr in ein spirituelles Seminar geht, dann ist es einfach so, egal zu welcher Person, egal an welchem Ort und egal zu welcher Zeit ihr dahin geht, ihr könnt euch nicht da hineinsetzen und das Gefühl haben, ja, wenn ich jetzt da bin, gehe ich am Abend raus, sind alle meine Probleme gelöst, ich bin erleuchtet. Das ist wirklich unrealistisch. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Aber selbst wenn es irgendjemandem irgendwo mal passieren sollte, das hat ausschließlich was mit dir zu tun. Das hat nicht damit zu tun, wem du jetzt zuhörst oder wo du jetzt bist. Natürlich sind bestimmte Orte eine Unterstützung für uns. Und bestimmte Menschen können uns auch in unserem Prozess unterstützen, uns Erkenntnisse geben, uns helfen, Entschlüsse, die wir gefasst haben, zu festigen, den Weg besser zu verstehen, den wir jetzt gehen. Aber gehen müssen wir denn immer selbst? Und darum, wenn irgendjemand in ein Seminar geht, in der Hoffnung, dass er dann erleuchtet ist, das kann man ja schon probieren. Schlussendlich kann jeder kommen mit dem, was er will. Aber ich finde, es bringt mehr, wenn man einfach kommt und sagt, ja, ich komme, weil ich selber weiterkommen will. Und nicht in der Hoffnung, dass man die Verantwortung auf irgendjemand übertragen kann. Weil ihr seid die Einzigen, die die komplette Verantwortung für euer Leben habt. Und ihr könnt die schon nehmen und sonst jemanden vor die Tür stellen. Aber das bringt euch nichts. Und als Randbemerkung, all die Leute, die
ihre Verantwortung zu mir schicken. Ich packe das schön wieder ein und schicke es entweder als rotes oder blaues Päckchen zurück. Ich finde das wunderbar, wenn Menschen mir zuhören, und bin auch froh darum. Und ja, was ich noch vergessen habe zu sagen, ein Danke an euch, an eure Hartnäckigkeit heute Morgen.